So, zurück bei Prince of Persia. Wir betreten den Raum erneut. Natürlich da oben das komische Vieh. Anscheinend sind wir nicht allein auf der Insel. Aber das ist ja erstmal egal. Dadurch, dass ich das Spiel nochmal beendet habe kurz, muss die ganze Sequenz jetzt nochmal durchlaufen. Das ist vielleicht für die Leute, die jetzt erst die anschalten. Das ist der Bitchfight. Dede, Lack und Leder, Stiefel. Helf mir! Wie heißt das so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Lasst von ihr ab! Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Oh ja, das war der böse Blick von mir. Bitch. Lass ab, habe ich gesagt. So. Lauft oder sterbt. So wie es aussieht, sterbe ich im Moment. Hey, hör auf mit deinem Roundhouse-Kick. Ach, Mann. Alles, was ihr zu bieten habt. So, jetzt springen wir direkt mal drüber. Alter! Hör auf mich anzugreifen, wenn ich dich angreifen will. Solchen Schmerz habt ihr nie gekannt. Oh ja, sowas Dickes hast du noch nie in der drin gehabt. Natürlich meine ich das Schwert. Ihr habt die Wahl. Lauf oder sterb. Und was ist meine dritte Option? Das ist jetzt sozusagen der Bossfight 1.5. Weil eigentlich haben wir ja schon mal gegen sie gekämpft. Aber... Es ist kein Platz für euch auf dieser... Oh, doch. Oh, ja. Knöpfe drücken. Das ist ja so toll. Macht ja so einen Spaß hier. Okay, der Kick ist daneben gegangen. So, gleich haben wir immerhin schon mal die Hälfte gepackt. Und irgendwie habe ich jetzt im Moment so einen Frame-Absturz als... Zack. Ach, leider daneben. Jetzt kommt der Ständer. Ich habe keine Zeit für sowas. Aber zuerst will ich hier noch eine zweite Waffe. Okay. Aber zuerst holen wir uns hier noch das Artwork. Das muss natürlich auch sein. Der Vollständigkeit halber. Oh, fuck. Ja, nix Roundhouse-Kick hier. Ich werde euch nicht interessieren. Boah, nee, wenn sie mich jetzt kickt, bin ich tot. Flieht, solange ihr noch die Möglichkeit dazu... Okay, und das zweite Mal. Ey, kann ich die nicht auch irgendwie runterstoßen? Wäre das nicht cool? So, die Hälfte der Energie hat's weg. Versucht es noch einmal. Zack, zack. Das wird ein bisschen härterer Fight. Ah, fuck. Tja, tja, tja. Voll... Boah! Das war ein Zentimeter vor meiner Brust. Hey, hör auf. Schmeckt meine Klinge. Ja, jetzt hab ich's. Ganz ehrlich, wie hat mich jetzt getroffen? Ich werde euch nicht den Triumph... Doch, wirst du. Wow! Was ein Kick! Habt ihr gesehen, was das abgezogen hat? Alter! Komm her! Ja, jetzt willst du nur noch kicken, ey. Alter, hat der abgezogen. Kurz habe ich echt Angst bekommen. Die! Did it! Bekomme ich jetzt ihr Schwert? Alter, die Dinger. Also, dicke Schwerter meine ich, natürlich. Safer! Yay! Hey, Bitch, I want something from you. Bitte, ich muss mit euch sprechen. Was wollt ihr von mir? Eine Audienz bei der Herrscherin. Die Herrscherin spricht mit niemandem. Hat den Kopf ab? Wofür? Das ist das eine Kette. Ich bin der Prinz von Persien. So, so. Heute ist ein wichtiger Tag. Sie darf nicht gestört werden. Ich fürchte, ihr habt keine Ahnung, wie wichtig es ist. Du, wisst ihr nicht? Alter, ist das ein Hentai-Spiel? Könnt dem Schicksal nicht entgehen.
Self-destruct! Ihr könnt dem Schicksal nicht entgehen? Hat sie mit mir gesprochen? Woher kennt sie meinen Plan? What? Everything is crushing. Der Schuh des Manito. Mädel, mach die Beine nicht so breit, du hast nichts drunter. Oh mein Gott! Bleib dort! Ich finde den Weg zu euch! Nein, Prinz. Geht und kehrt nicht zurück. Die Herrscherin verabscheut Männer. Sie wird euch töten, wenn sie von euch erfährt. Das ist aber schlecht. So, Ziel auf Karte aktualisiert. Leute wollen natürlich immer die Karte sehen. Das interessiert sie ja so sehr. So, Sand haben wir mal wieder. Und weiter geht's. Für Leute, oder der Vollständigkeit halber vom Spiel, gibt's hier ein Secret. Was sich natürlich dahinter befindet, schauen wir uns rein. Ich sage euch, wir brauchen's. Nicht nur fürs Spiel unbedingt, sondern ich bin auch extrem lowlife. So, wann laufe ich los? Jetzt am besten. Fuck, ein bisschen zu knapp. Okay, ein klein wenig vorher. Moment, ganz kleinen Moment. So, weiter geht's. Wenn ich irgendwie was machen kann. Gut, wurde ein bisschen unterbrochen. Bin jetzt auch ein bisschen außer Puste. Aber das geht ja. Fuck! Ach Mann, warum kann ich das nicht timen irgendwie? Ich bin so blöd. Oh, leck, das war jetzt Epic Fail. Wobei, genau so könnte ich es nicht machen. Oh, falscher! Ah, Mann, falsch, dumm. Dumm. Fallen. Ach Gott, wie dumm. Natürlich, im Prince of Persia lässt sich's schwer vermeiden, mal zu sterben. Weil man eigentlich immer stirbt. Bei allem. Wenn man irgendwas falsch macht, ist man so gut wie tot. Ach, so. Ah, das ist halt auch blöd, dass wir so wenig Life haben. Das heißt, einfach beim nächsten Ding sterben wir. Also, eine Berührung, tot. Das heißt, ich muss da ausnahmsweise mal einen perfekten Run hinlegen. Das ist echt schwer. So, ich laufe jetzt einfach mal auf gut Glück. Das kann vielleicht ausnahmsweise mal das Beste sein, so wie es sich jetzt rausstellt. So, das ist relativ einfach. So, jetzt das hier. Das ist auch ein bisschen kniffliger. Aber klappt diesmal. So, und der letzte. Immer wenn die Rolle auf einem zuläuft. So, was erhalten wir hier? Das sieht aus wie ein Schrein oder irgendwas. Unser Sandamulett haben wir hineingesteckt. Und was passiert jetzt? It's magic! Wir schweben. What happened? Ihr erhaltet mehr Lebenskraft. Das heißt, unsere Energie steigt. Natürlich, das wäre jetzt kacke, wenn wir zurückgehen müssen über den Kackweg. Aber ihr seht, die Fallen deaktivieren sich. Und wie ihr seht, ein kleiner Energiebalken ist dazu bekommen. Das heißt, gegen Ende haben wir doppelte Energie, weil dann der Kreis sich erneut schließt. Gut, das ist eigentlich super. Auch wenn das klein bisschen Energie erstmal noch nichts bringt, aber wir erhalten im Laufe des Spiels, erhalten wir ja alle Lebensupgrades, ist sehr wichtig für uns, denn die Lebensupgrades haben in dem Spiel noch einen weiteren Sinn. Den erkläre ich euch aber erst im Laufe des weiteren Spiels, denn ich will ja nicht unnötig spoilern. So, dann hier rüber, glaube ich mal. Ja, hier ist eine weitere Stange. Stangendance. Falsch. In die andere Richtung.
darüber. So, Seilkunde, ihr müsst mir nicht alles erklären. Einfach mit der Aktionstaste bei mir R1 könnt ihr einfach hin und her schwingen und dann bei gegebenen Anlass loslassen. So wie hier jetzt, gut. Das war das mal. So. Hier war vorhin das komische Ding auf der Brücke. Aber das ist jetzt irgendwie verschwunden da drüber. Keine Ahnung, wo das hin ist. Das werden wir noch früh genug erfahren. Natürlich müssen wir auch mal wieder speichern im Laufe des Spiels. Natürlich wollen wir speichern. Nein. 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 Hier. Gut. So. Das war mal das. Ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Und sehen uns in der nächsten Folge. Prince of Persia erneut. Bis dann, Leute. See ya.